Amerikanische Küche? Da wendet sich so manch einer gleich ab und denkt an gewisse Ketten. Aber es geht auch ganz anders. Das zumindest soll demnächst in Gernrode bewiesen werden. Genauer an der Suderöder Straße 8. Das ehemalige Informationszentrum stand seit dem Umzug ins Rathaus vor fast genau 2 Jahren leer und hat nun mit dem amerikanischen Imbiss einen neuen Besitzer gefunden. Ja, die Idee ist eigentlich entstanden, wir waren in Leipzig bei einer Frau, ihrem Bruder, und da ist auf der Ecke auch ein Burgerladen. Und ja, dann hat man einfach nur die Idee, Mensch, sowas müssen wir doch hier in der Nähe auch mal machen. Und hier, was alte Informationen war, da stand eine Telefonnummer dran, dass das zu vermieten ist. Dann haben wir einfach angerufen und dann hat meine Frau ein Konzept geschrieben, beziehungsweise musste ein Konzept schreiben. Ja, und dann haben wir das Ding gekriegt am 1. Das Geschäft soll jetzt in Schwung kommen, denn die Renovierungsarbeiten sind beendet und die Eröffnungsfeier wurde am 16. März veranstaltet. Wir bedanken uns nochmal bei allen für das zahlreiche Erscheinen zur Eröffnung. Es war super klasse, dass so viele Leute da waren. Ja. Wir waren super besucht, es war am 16. Wir haben jetzt 2 Wochen offen und es läuft super. Man muss wirklich sagen, sind alle sehr nett und hilfsbereit. Die ersten Stammgäste gibt es immerhin auch schon. Schließlich führt der Busweg einiger Schüler direkt am Burgerladen vorbei. Und nur 2 Wochen nach der Eröffnung wissen die Kinder ganz genau, warum sie gerne mal einen kurzen Abstecher machen. Ja, weil es halt besser ist, weil jemand zu Hause ist und dann das Essen fertig ist und hier geht es halt schneller. Okay. Außer, dass man den Bus verpasst. Ja. Ja, weil es hier halt leckerer schmeckt als bei McDonald's, kann man so sagen. Na, ich habe mir jetzt mal einen Hamburger bestellt. Jetzt hole ich mir einen Hamburger XL. Amerikanische Burgerketten à la McDonald's und Burger King genießen nicht den besten Ruf, haben aber mit dem American Style Plan B nichts zu tun. Das Familienunternehmen betreibt schon 2 weitere Burgerfilialen im Harz und hat nun seinen 3. Standort eröffnet. Das Besondere ist die Auswahl der Gerichte und auch die dazu passend im amerikanischen Stil gehaltene Einrichtung. Ja, wir haben halt traditionell amerikanische Sachen. Das ist ein Hotdog mit Sauerkraut, Chicken Wings, Chicken Nuggets. Ja, das sind alles so typische Sachen. Viel mit Barbecue. Ja, XXL-Sachen. Currywurst gibt es in XXL, dann unsere Burger. Vom kleinen bis zum wirklich großen Hunger bietet die Speisekarte verschiedene Highlights. Zum Beispiel Hotdogs, Chicken Wings oder Donuts und Muffins. Es darf auch eine Nummer größer sein? Der XXL-Burger ist nur denen vorbehalten, die entweder einen riesigen Hunger mitbringen oder mal testen wollen, wie viel sie davon wirklich schaffen. Also das Wichtige ist eigentlich, finde ich, dass man die Zwiebeln schon mit aufs Fleisch macht, dass das richtig schön einzieht und saftig wird. 14,5 cm Durchmesser Fleisch, umgeben von frischem Salat, Käse, einer leckeren Soße und dem Brötchen. In Zukunft soll es bei speziellen Veranstaltungen wie dem Schärfewettessen oder dem Burgerwettessen sogar Fleisch mit einem Durchmesser von 30 cm geben. Lecker. Ist auf jeden Fall sehr lecker. Schön frisch. Ja, wir haben für die Zukunft halt geplant, dass wir ein Schärfewettessen machen wollen. Im Sommer sollen hier Tische und Stühle draußen stehen, dass man noch gemütlich hier sitzen kann, noch bis 22 Uhr. Vielleicht noch sein Bierchen trinken kann, ein Eis essen. Oder vor dem Nachhauseweg noch einen dicken Burger bestellen. Denn die sind übrigens wirklich zu empfehlen. Garantiert. Testen Sie es doch bei Ihrem nächsten Besuch in Gernrode selbst einmal und überzeugen Sie sich. Ich würde mich freuen, wenn Sie mal bei uns vorbeigucken, vielleicht eine Kleinigkeit essen oder was trinken. Die Öffnungszeiten sind täglich von 11 bis 8 und am Wochenende von 14 bis 22. Auch an Feiertagen hat der Imbiss ab 14 Uhr geöffnet. Wer mehr über American Style Plan B erfahren möchte, der kann im Internet die Facebook-Seite des Imbiss aufrufen. Einfach nach American Style Plan B suchen. Ansonsten gilt:
Probieren geht über Studieren. Guten Appetit!